Ja! Ja! Moin! Willkommen zurück zu Clash Royale. Moin. Ja? Ob wir bald nach Arena 10 kommen, ist die Frage des Tages. Ob wir bald mal wieder Gems bekommen, Frage des Tages, wird wohl nie beantwortet werden. Was soll das? Ja? Finde ich nicht gut. Wisst ihr, ganz ehrlich, Alter, ist doch nicht geil. So. Also ich stehe hier, mach die Truhen auf, und dann ist da einfach mal nichts drin. So, keine Gems, keine Ipschen. Okay, was ist das, Alter? Okay, Alter, was soll das sein? Verstehe ich nicht. Naja, ja. Muss man sich auf jeden Fall mit begnügen. Hier könnt, oder? Nee, ich glaube, Goldrun haben immer, also ich glaube, 4 ist bei Goldrun Standard. Ist das so? Ich meine schon, aber vielleicht werden wir mit einer epischen beglückt. Gucken wir mal. Jetzt kommen ja die seltenen. Und jetzt? Okay. 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 Brrr. Mit den Knallen gebe ich mich zufrieden. Denn ich knalle gerne. Hi. Babygirls. Ja. Ohne Witz. Ja. Gut. Fackeln wir nicht lang rum. Was ist hier nur los? Ja. Darkman und... Ja. Smasher ist... Ja. Weg. Ja. Okay. Mhm. Okay, war da noch was irgendwie? Nee, da war alles so, wie es halt war und schön ist die Welt. Gut, ja. Clan-Truhe, seht ihr, ist so gut wie, ja, nicht so gut wie voll. Wir haben jetzt noch 18 Stunden Zeit. Ob sie heute voll wird, müssen wir mal gucken. Mehr Kronen müssen her, auch von meiner Seite aus. Gucken wir mal, dass es klappt. Auf geht's gegen Fernando FPB. Wahrscheinlich irgendwie so eine Abkürzung für, ja. Fuck. Bin. Oder. Oder fuck. Oder. Keine Ahnung. Ich kann mir da gerade nichts Schönes einfallen lassen. Tut mir sehr leid. Eismagier, Brudes! Was bildest du dir eigentlich ein? Oder was? Na, macht das Kampfholz extra deswegen. Extra deswegen, ne? Warten wir mal ab, was ersetzt. Wenn... Ja, das war natürlich klar. Gut, dann müssen wir gleich dann unsere Elite-Barbaren auch nachsetzen. Und dann sind sie soweit beseitigt. Gehen sie nach unten. Einer geht nach unten, einer geht nach oben. Okay. Aber da setzt auch schon den nächsten Eismagier. Natürlich. Warum denn auch nicht? Das ist Stuss. Ganz ehrlich. Ich kann auch gerade nicht viel machen, weil... Ich kann hier gerade nicht viel machen. Weil ich halt meinen Scharfrichter direkt nachsetzen muss und dann kann ich nichts legen. Das ist der Problem! Stuss! Das ist Stuss! Eismagier, bleib doch hinter meinem besten Freund! Hallo, Dudine! Dudine! Ja, ich dachte, dass meine Lakaien vielleicht noch rankommen, aber ist leider nicht so. Ist natürlich ein bisschen scheiße Dreck. Ja, schade, aber da kannst du halt... Ich kann gegen den Typ nichts machen. Ich kann gegen diesen Typ nichts machen. Der ist halt extrem kacke, ne? Der nervt extrem rum und ich kann gegen den nichts machen. Ich kann gegen diesen Typen einfach nichts machen. Das geht nicht. Ich habe da keine Möglichkeit. Ich kann höchstens noch hier, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Es geht nicht. Ich krieg das nicht. Ich kann nichts machen. Ne, ist halt kacke, aber ich kann gegen diesen Typen nichts machen. Ging halt nicht so. Ne?
Na, wenigstens hat er keine zwei Kronen bekommen. Ihr habt gesehen, ich konnte nichts legen, ich konnte nichts machen, ich konnte einfach nichts ausrichten. Es war einfach, ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ich musste jedes Mal meinen Scharfrichter legen und dann war alles direkt kaputt, weil ich lege ja eigentlich meinen Scharfrichter direkt hinter dem Golem und ging halt nicht. Kann ich nichts gegen machen. Das Karten, die Kartenmutation war direkt kacke für den Anfang. Ich war schon direkt kacke. Ne, das war kacke, das war scheiße, kann ich nichts machen. Jetzt sieht es aber wiederum schon ein bisschen besser aus. Weil ich halt jetzt einen Scharfrichter lege. Da ist auch gleich die Lakaienorde weg. Golem kommt direkt dahinter, Klon haben wir auch auf der Hand. Das sieht schon besser aus, weil es war die Card Rotation, Mann. Ich will jetzt nichts wieder hier beschönigen oder sonst was, aber es war die Card Rotation, Alter. Ist einfach so. Es ist einfach die Card Rotation gewesen. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist du's. Das war einfach die Card Rotation. Ganz ehrlich. Ich will hier keine schlechten Ausreden oder so finden, aber es war die Card Rotation, Mann. Kannst du bitte auch auf den Scharfrichter gehen? Und dann geht er nicht auf den Scharfrichter drauf. Also das ist halt echt zum Heulen, ne? Kann ich... Ja, mein PC sagt auch schon, kannst du nichts gegen machen. Zum Heulen ist das. Kannst du einfach nichts gegen tun. Lass ihn besser mal in Ruhe, du Sau. Also Fangs! Ja, okay. Krass. Ja, das ist natürlich kacke, ne? Also, was willst du dagegen machen? Ja, ne? Es ist halt kacke gelaufen wieder hier. Und dann ist es nur ein Scharfrichter auf Level 1, weißt du? Wir haben einen zweifach besseren. Ja, sie kommen nicht mehr lebendig an den Tower an oder halt... Ne, kommen sie nicht. Okay, das ist gut. So, komm, jetzt müssen wir ganz pussy verteidigen oder wir müssen es hoffen, dass es klappt. Aber wird nicht klappen, weil Schweinereiter und so, ne? Klappt ja natürlich immer. Das ist halt richtig kacke. Ach, der Tower ist ja nicht mal kaputt. Ja, das ist ja natürlich auch krass. Jetzt hat er alles nach... Jetzt hat er alles so... das war natürlich auch klar. Ja, und natürlich muss er jetzt auch... Ja, natürlich auch. Das ist klar natürlich. Ja, also ist krass auf jeden Fall. Also ist natürlich krass. Ist natürlich richtig, richtig krass. Schweinereiter und so, halt größte Pussy, die es gibt und so. Kannst du nichts gegen machen. Ist halt Pussy, ne? Ja, natürlich wäre Prinzessin, klar. Muss wieder mit der Prinzessin rumnerven. Und dann natürlich auch zwei Prinzessin und so. Ist ja auch ganz klar. Man muss ja auch doppelt rumnerven dann. Also richtig nervig auf jeden Fall. Ja, kannst du halt wieder nichts tun, ne? Ist halt eine Kacksau. Läuft. Läuft halt, ne? Willst du da noch gegen sagen? Ist halt scheiße. Ist halt kacke gelaufen, so. Kannst du halt nichts machen gegen. Da kannst du nichts machen gegen. Das ist halt einfach so. Vielleicht schaffen wir es so einen Unentschieden, aber ich glaube da nicht dran. Ne, weil jetzt passiert wieder das hier und bei. Also kannst du nichts gegen machen. Ist halt richtig nervig, ne? Also ist halt richtige Missgeburten hier. Ne, kannst du halt nichts gegen machen. Kannst halt heute wieder nichts gegen machen gegen diese Leute. Ist halt richtig krass wieder hier. Ne, also kannst du halt nichts machen gegen. Kannst du nichts machen. Ist halt so. Wenn die mit ihrem Schweinereiter, da kannst du nichts gegen machen. Es ist halt einfach. Du kannst da nichts gegen machen. Ne, also, ne. Was willst du machen? Ich kann so gut spielen, wie ich will, aber es klappt nicht. Es wird nichts. Ja, natürlich. Ja, und dann so eine Dreckstaktik ist auch wieder richtig missgeburtenhaftig. Ist halt eine Missgeburt. Aber egal. Ne? Dankeschön für den Hit. Ne, also ist halt richtig scheiße. Ist halt richtig, richtig, richtig scheiße.
Aber das könnten wir vielleicht nochmal... Ja, danke dafür, du Idiot mit deiner Prinzessin. Läuft bei dir auf jeden Fall. GG auf jeden Fall nicht an der Stelle. Tower liegt. Tower müsste liegen. Und dann setzen wir direkt meine Elite-Barbaren nach, weil ganz ehrlich... Was er kann, kann ich auch. Und natürlich muss er jetzt auch wieder knallen. Nee, es ist halt kacke, ne? Wenn du da nichts gegen machen kannst, wenn du nichts legen kannst. Und hieran kann man auch wieder erkennen, der Typ hat einfach mal nichts drauf. Der kann halt nur seine Elite-Barbaren setzen und so. Und das war's halt auch im Endeffekt. Es ist halt wirklich, es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. So, Flammengeister, natürlich. Müssen wir jetzt so machen. Und dann müsste der Tower von ihm jetzt eigentlich liegen. Er wird safe liegen, da kann er nichts machen. Vor allem, wenn ich jetzt klone und so, das ist vorbei für ihn. GG. Auf jeden Fall an dich an der Stelle. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, also das ist halt manchmal, ne, wenn da ihre Schweinereiter kommen und die dann safe an Tower kommen, ist halt vorbei. So. Ist halt vorbei. Muss man halt auch, ja, mit Leben anscheinend. Ein Koreaner. Okay, bye. Valkyrie, Musketiere. Und da muss natürlich auch wieder da. Also ich kann auch da wieder nichts gegen tun. Müssen wir nur hoffen, dass er jetzt dumm genug. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Danke schon dafür auf jeden Fall. Okay. Na, dafür sind seine Elite-Barbaren so gut wie tot. Können wir auch eigentlich dann direkt mit den Lakaien machen. Natürlich. Ja gut, das ist dann auch wieder vorbei. Es ist halt... Es ist halt richtig dreckig, ne? Ist halt richtig, richtig, richtig dreckig. Dann machen wir den. Tower ist auch kaputt. Schön ist die Welt. Na, aber trotzdem, ne? Valkyrie und was? Das ist wieder richtig dreckig. Ist schon ein bisschen dreckig, ne? Dezent dreckig. Ja, das war natürlich klar. Und dann ist auch hier wieder vorbei, weil... Ist halt richtig Hurensohn. Das ist halt richtig dreckig. Das ist halt richtiger Hurensohn. Ja, Koreaner. Was? Ja, genau. Okay. Alles klar. Okay. Dankeschön dafür auf jeden Fall. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. GG auf jeden Fall. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle auf jeden Fall. GG auf jeden Fall an dich. Na, GG auf jeden Fall. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. Wow. Krass. Ja, also heute haben wir wieder so richtige Untermenschen am Start. Na? Deren Flammengeistern und sowas. Richtig nervig auf jeden Fall. Läuft bei denen. Läuft bei denen. Ne? So, jetzt machen wir bestimmt Kampfholz oder so eine Scheiße. Oder einen schlecht gesetzten Knall. Und kommt mit diesem Drecksangriff natürlich wegen seiner Level 10 Truppen mehr als weiter als ich, ne? Der gerade eben so einen schönen... relativ guten Push-Angriff hatte, aber was auch immer wieder nichts bringt. Ne? Ist ja auch ganz klar, warum soll es auch was bringen, ne? Ah, ist das gerade wieder geil hier. Ist das hier geil, Ja, du kleine Nutte. Du kleine Nutte. Ach, komm. Naja.
Naja. Naja. Naja. Naja. Naja, ne? Naja. 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 Ha, jetzt müssen wir auf 3 Kronen gehen, weil hat ja sonst keinen Sinn. Den Tower hier wird er auf jeden Fall kaputt schmettern. Und dann kannst du auch wieder nichts gegen tun. GG auf jeden Fall an dich anstelle. Ja, ich sag mal, wir gehen auf 3 Kronen, ne? Hat ja keinen Sinn. Hat ja, ihr seht, keinen Sinn. Hat ja keinen Sinn. Ja, GG auf jeden Fall nicht an der Stelle. GG auf jeden Fall. Mhm. Nerven. Ja, 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 ja. Natürlich. Ah, ist das hier wieder eine krasse Kacke. Das ist wieder richtig krass. Das ist richtig krass. Ja, läuft. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Läuft auf jeden Fall richtig. Ah, das ist heute wieder richtig cool hier. Heute haben wir so, wieder so richtige Untermenschen am Start auf jeden Fall, ne? So richtige Untermenschen. So richtige. Ja, also, ja. Ist halt richtig, Untermenschen. Ne? Ist halt richtig, kannst du halt nichts gegen tun, ne? Kannst du halt nichts gegen tun. Kannst du nichts gegen machen. Ne? Was willst du dagegen machen? Was willst du gegen solche Leute machen? Ne? Naja. Naja. Richtig krasse Leute auf jeden Fall am Start. Also das sind wirklich so die Besten. Also... Ja. Ofennutten. Ja, so eine richtige Ofennutte. So eine richtige Level 10er Ofennutte. Jetzt im Kühlregal, die Fotze. So eine richtige Ofennutte. Was willst du dagegen machen? Da kannst du auch eigentlich direkt wieder dich schon umbringen gehen, weil hat ja keinen Sinn. Hat ja keinen Sinn so. Ne, also was willst du dagegen wieder so gegen solche Untermenschen wieder machen? Kannst du nichts gegen machen, das sind Untermenschen, ne? So Hütten- und Ofenspammer. So richtige Untermenschen. So richtige Untermenschen, Alter. Ey, ab Untermensch. So ein richtiger Untermensch. Naja. 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 Müssen wir hoffen, dass dieser Push jetzt funzt. Aber wenn dann wieder so eine Scheiße kommt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Ah, ich weiß nicht, ne? Ich weiß ja einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ja. Wie der Spielspaß gerade wieder am Sterben ist wegen solchen Untermenschen, ne? Ich meine, er macht ja nichts anderes außer seine Öfen. Hat er überhaupt noch andere Karten am Start außer seine Öfen? Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube ja... Ach so, ja. Hurensohn. Der Hurensohn, Alter. Untermensch. Ist halt ein richtiger Untermensch. Ist halt so ein richtiger Untermensch. Mit seinen Hütten. Dieser Untermensch. Ist halt so ein richtiger Untermensch. So ein richtiger Nuttenbold. So ein richtiger Hurensohn.
So eine richtige. Na? Ist halt ein Untermensch, ne? Was willst du von solchen Leuten erwarten? Was willst du von Untermenschen erwarten? Das sind halt Untermenschen. Ne? Wurden so geboren. Das sind halt untermenschenhaftige Untermenschen. Können nichts anderes außer Untermenschen sein. Ja, und Hüttenspam und Hütten zulegen. So richtige Untermenschen auf jeden Fall. So richtige Untermenschen, Alter. So richtige Untermenschen, Mann. So richtige Untermenschen halt. Was soll's von solchen Leuten auch erwarten? Also, Untermenschen. Wer kennt's? Ist halt ein richtiger Untermenschensohn, ne? Also heute haben wir alles durchgehabt. Untermenschen, Untermenschen, Untermenschen mit Hüttenspam. Untermenschen, Untermenschen, Untermenschen. Also da kannst du halt auch nichts gegen machen. Wenn ich da meine ganzen Trophäen dagegen verliere, sind halt alles Untermenschen, ne? Sind halt alles Untermenschen. Aber GG auf jeden Fall an sie an der Stelle, ne? Spiel natürlich besser. Ne? Natürlich viel besser als ich. Natürlich, genau. Ich könnte auch meine Hütten spammen. Ich könnte auch nonstop meine Hütten spammen. Oh, wie krass ich dann wäre, ne? Oh, wäre ich dann krass. Alter, wäre ich krass. Oh. Aber in Ordnung. Aber in Ordnung. Kleine Nutte. Hat's ja wohl doch nicht so geklappt wie geplant, ne? Tja, ist halt ein bisschen traurig, ne? Tja. Was willst du machen, ne? Hoffen wir mal, dass dieser Push klappt. Wäre natürlich... Das war in Ordnung. Das fand ich dann in Ordnung. Da ich ja weiß, dass er jetzt gerne mal so eine Kacke abzieht, sind wir auch da eigentlich ganz gut vorbereitet. Ich behalte mir dann meine Lakaien und meinen Scharfrichter im Hinterkopf. Ich meine, er kann jetzt auch nichts anderes außer Elixier spannen, deswegen könnte ich jetzt auch den Klon machen, aber scheiß drauf. Ist mir dann auch egal im Endeffekt. Tseh. Tseh. Naja. Naja. Naja, ne? Ja. Ja. Genau. Ich muss es so machen, sonst ist mein Golem tot, bevor er an den Tower kommt. Wäre halt dann richtig kacke. Aber natürlich geht er jetzt schon tot an den Tower. Aber natürlich. Hör doch auf, du Hurensohn. Lass doch den Scheiß sein. Er klont ganz gern. Bringt nur leider nicht so viel bei ihm. Also weniger als beim... Ja gut, er hat gerade eben den Tower damit geplättet, aber... Naja, das war's auch im Endeffekt, ne? Also bye. Tja, haben wir den letzten Untermenschen auf der Welt nochmal geklatscht. Ja, läuft, ne? Tja, da bringt der Klon leider nicht so viel, ne? Tja, ne, also... Das war ja wieder so ein richtiger... Ja, sparen wir uns mal die Aussage, ne? Gut. Ich habe heute, glaube ich, so um die 5 bis 6 Kronen gesammelt. 7 Stück. Ob das im Clan jetzt irgendwie hilft oder nicht, werden wir sehen. Ich konnte heute leider auch nicht so oft gewinnen, es tut mir leid, aber naja, ihr habt die Leute gesehen, gegen die wir spielen mussten. Abfuck. Abfuck, Leute. Umbringen. Abschlachten. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Aber auch GG auf jeden Fall an sie an der Stelle. GG auf jeden Fall. Persönlich habe ich ja nichts gegen sie, aber GG auf jeden Fall an sie an der Stelle. GG auf jeden Fall. GG.